So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus. Ist ein bisschen her, dass ich ein letztes Video gemacht habe. Heute soll es aber wieder, naja, losgehen. Noch nicht so ganz, erkläre ich euch gleich. Aber ich wollte euch zwischendurch mal schnell was zeigen. Und zwar bekam ich jetzt letzte Woche eine E-Mail mit der Bitte, mir doch mal was anzuschauen. Habe ich gerne zugesagt. Und dann ist das Produkt am Dienstag angekommen. Es ist jetzt Donnerstag, der 7. Oktober, wo ich es aufnehme. Das will ich euch zeigen, bevor nämlich die Kickstarter-Kampagne losgeht. Ist kein Brettspiel, hat aber damit zu tun, deswegen kommt auch hier auf meinen Kanal. Und zwar ist es, naja, es sind drei Würfel. Sollen es zumindest sein, sieht komisch aus, erkläre ich euch. Wir schauen es uns an. Was ihr seht, es sind aus Acryl mit dem Lasercutter geschnitten, ja, wie nennt es der Hersteller? Der Hersteller ist 3D Art Lab. Das ist, wenn ihr euch erinnert, könnt ihr das hier so lesen gegen den hellen Untergrund, jawohl, 3D Art Lab. Das ist der Designer auch von Space Kraken, zu dem ich auch Videos gemacht habe. Findet ihr in meinem Kanal. Und was er jetzt gemacht hat, sind sogenannte Triple Hex Dice, dreifach ja, Hexwürfel. Hier noch ein kleiner Spruch, We Love Games. Es sind im Endeffekt nur drei Acrylplatten aufeinander. Die eine von, die mittlere, in diesem Falle transparent, ja, neongelb, neongrün, ein bisschen so dazwischen, verschraubt. Und die mittlere Platte hat eben eine Aussparung, in der jetzt drei Scheiben liegen, die wiederum, und ich glaube, und da kommen wir auch schon zu einem der Nachteile dieses Produkts, zu diesem Triple Hex, da ist, die lassen sich gegen einen hellen Untergrund praktisch nicht ablesen. Ich gehe jetzt mal näher ran an die Kamera. Hier müsstet ihr es vielleicht lesen können. Ich würfel jetzt mal und genau so soll es auch funktionieren. Man würfelt jetzt und jetzt habe ich, mal gucken, dass die Lampen aus der Reflexion rauskommen. Es ist nicht einfach. Eine 1, eine 5 und eine 3 gewürfelt. Ich würfel wieder und das fällt wieder rum. 1, 1, 4 oder 1, 4, 1. Es ist jetzt einem selbst überlassen, ob man den unteren Würfel als ersten Würfel, wenn die Reihenfolge relevant ist, nimmt. Aber es sind auf jeden Fall drei Würfel in einer Acrylfassung, durchsichtig. Das Design ist eigentlich ganz schick. Der Nachteil, und dann habt ihr ihn hier wieder, gegen einen hellen Untergrund. Ich kann es jetzt sehen mit gegen den Tisch hinten an meiner Blickachse. Da sehe ich es sogar ganz gut. Aber einfach mal eben schnell drei Würfel dabei haben in der Reisetasche. Dafür ist das wieder hervorragend. Die Kanten sind auch sehr gut abgerundet. Die sind nicht scharf. Da ist nichts, wo man sich verletzen könnte dran. Das ist alles stabil, alles fest zusammengeschraubt. Und genau zu diesem Produkt wird es nächste Woche am wahrscheinlichen Dienstag, den, was haben wir dann? Ich glaube, es ist der 12. Oktober. Nagelt mich da jetzt nicht fest. Wird es eine Kickstarter-Kampagne geben, in der ihr dieses Produkt dann unterstützen könnt in der Finanzierung. Und so wie es angekündigt, also es gibt die Kickstarter-Seite schon, ich stelle euch einen Link unten rein, so wie angekündigt von Markus Geiger, dem Inhaber von 3D Art Lab, gibt es dann auch mehrere Varianten von Würfelscheiben und man kann sich natürlich auch das Ganze hier aufschrauben und dann die Scheiben gegebenenfalls austauschen. Ihr seht das, das sind so vielleicht, ja, mal gucken, sind Hexadezimal, also Hexagonscheiben, so rum, Hexagons. Die sind auch mit dem Lasercutter geschnitten, die brauchen auch etwas Platz, die sind nicht ganz pressdicht, weil sie sonst nicht gut reinfallen. Ich weiß gar nicht, wie hört man, wie laut ist denn dieses Klappern von den Würfeln. Jetzt habe ich eine 6, eine 2, eine 2. Ein bisschen Platz brauchen die, damit die etwas Spiel haben und deswegen kann es dann auch schon mal passieren, dass die sich nicht ganz sauber reinlegen. Jetzt habe ich hier irgendwas zwischen einer 4 und einer 1. Hier unten die 1 ist deutlich, die 3 auch. Aber jetzt wird es eine 4. So. Also, es ist, einerseits hat das Ding praktische Vorteile. Man hat drei Würfel dabei, man kann sie irgendwo reinpacken, die verliert man nicht so schnell wie einen einzelnen Würfel. Man braucht keinen großen Platz, die lassen sich also unterwegs würfeln, im Endeffekt auch theoretisch im Stehen. Null Platzbedarf, man würfelt sie einfach, indem man das Gerät schüttelt, die Würfel reinfallen lässt in die Aussparungen hier unten. Oder an jeder anderen Seite, das ist ja egal. Tatsächlich ist das Ganze rotationssymmetrisch geschnitten. Die Würfelscheiben fallen rein,
und die unteren Zahlen ergeben das Würfelergebnis, eine 1, eine 4, eine 2. Und wenn es dazu Varianten von Scheiben geben soll, meines Wissens soll es dann auch sowas wie D8 oder D6 sind das hier natürlich, dann D10 geben, vielleicht auch D12. Also das ist ja der Fantasie des Designers sind da wohl keine Grenzen gesetzt. Ich bin gespannt, wie er das dann löst. Und für die, die sich jetzt schon Gedanken gemacht haben, ja, dieses Neon-Grün-Gelb ist doch eine blöde Farbe. Das soll es wohl auch in verschiedenen Neonfarben geben, je nachdem, welche Acrylscheiben verfügbar sind. Also, das wollte ich euch kurz vorgestellt haben. Ich werde es in den nächsten Wochen mal immer wieder mal mitnehmen und ausprobieren. Ich bin jetzt in den nächsten Wochen auch ein bisschen auf Tour, werde mich zum Brettspielen mit diversen Leuten treffen und dazu werde ich dann vielleicht Näheres noch auf der Community-Seite auf meinem YouTube-Kanal rausschreiben, aber jetzt noch nicht. Das hier könnt ihr nächste Woche Dienstag kickstarten, als Kickstart-Objekt backen. Zu verschiedenen Größen, Formen und Farben. Ja, Größen weiß ich nicht, aber Varianten, was die Scheiben angeht und verschiedene Farben auf jeden Fall. Und dieses Designstück sieht eigentlich sehr schick aus. Im praktischen Alltag muss ich es noch ausprobieren. Dazu kann ich noch keine Aussage treffen. Die Lesbarkeit ist ein Thema. Vielleicht, Markus, wenn du das Video siehst, vielleicht die Zahlen einfärben, dass sie etwas mehr Kontrast zur Umgebung haben. Oder die Umgebung einfärben, dass die Zahlen etwas mehr Kontrast haben. Denn man muss sich schon die Stelle aussuchen, gegen die man es lesen kann. Und dann kann es mal schwierig werden. Aber eine schicke kleine Idee. Und wenn ich das richtig gesehen habe, aber da auch, das müsst ihr abwarten, ist der Preis auch nicht allzu hoch. Für so drei Würfel im Designer-Outfit, so rum. Also nichts anderes als drei Würfel. Aber eine nette kleine Idee. Ich finde es schick. Hier lässt sich bestimmt auch für das Ganze als Werbegeschenk verwenden, wenn man hier irgendwo etwas anderes von Markus reingravieren lässt als 3D Art Lab und We Love Games und Triple Hex Dice. Da sind drei Zeilen Text, der sich auch für Werbung eignen könnte, um das Ganze als Giveaway irgendwo auf einer Messe mitzugeben an Interessenten, Kunden, Passanten, wie auch immer. Auch das ist eine Idee für so ein Produkt. Ich bin gespannt. Ich werde es in den nächsten Wochen testen, dabei haben und dann vielleicht auch noch mal irgendwann zwischendurch in einem meiner Videos darauf zurückkommen. Schaut es euch an, folgt der Kickstarter-Seite, guckt euch dann die Details an, entscheidet dann bitte natürlich selbst, ob ihr euch das gönnen wollt. Das soll auch noch, wenn ich richtig informiert bin, sogar vor Weihnachten verfügbar sein. Also für die, die vielleicht noch ein bisschen Ideen für Geschenke suchen, auch das ist noch vielleicht eine Möglichkeit für euch. Und das soll es dazu erstmal gewesen sein. Ihr seht hier im Hintergrund, da oben, für die, die es kennen, Imperium aufgebaut. Da habe ich mir eine kleine Solo-Challenge gesetzt, in der ich im Moment noch ein bisschen feststecke, weil ich gerade nicht viel spielen kann. Man scheitert an der Zeit. Ich habe mir die Challenge gesetzt, mit jedem Imperium-Volk aus der Classics und aus der Legends-Box gegen jedes andere auch zu gewinnen im Solo-Modus. Das heißt, ich muss ein paar Partien spielen, das sind über 200. Da bin ich mittendrin. Oder noch ziemlich am Anfang, muss ich zugeben. Und das kommt in den nächsten Wochen vielleicht immer wieder mal als Video raus. Aber das wird ja auf Dauer dann auch langweilig. Wenn interessante Kombinationen kommen, dann mache ich dazu vielleicht nochmal ein Let's Play. Das werden wir sehen. Und ansonsten werde ich in den nächsten Tagen mal in der Community-Seite hier unten im Kanal rausschreiben, was ich so in den nächsten Wochenenden vorhabe. Da geht es so ein bisschen Spartakus auf Tour. Das wird man dann sehen. Wenn alles klappt, bin ich auch bei einem anderen YouTuber zu Gast, bei einem Livestream. Aber auch das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Bauen wir dran, arbeiten wir dran, schreibe ich dann in der Community-Seite. Und ansonsten, nächste Woche Kickstarter anschauen. Und Kommentare, Abos, Likes hier unter dem Video direkt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, euer Spartakus.